Tier mit einem Rüssel dran. Und ich kenne ein Tier, das fliegen kann. Und ich kenne ein Tier, das glücklich bin. Mein Tier hat im Beutel ein Kind. Oh. Ich kenne ein Tier, das trägt sein Haus. Und ich kenne ein Tier, das sieht rosig aus. Und ich kenne ein Tier, das macht Radau. Mein Tier kann man streicheln. Au! Meins hat im Meer. Was ist das diesmal für ein Tier? Ich kenne ein Tier, davon haben ganz viele Menschen Angst. Auch meine Mama. Ja, und ist ganz unheimlich. Nein! Kein Drache! Unser Tier brüllt nicht und hat keine scharfen Zähne. Und ist auch nicht grün. Und unser Tier ist kleiner. Das ist Tierkrabbel Zoo. Nein! Das ist eine Eidechse. Unser Tier hat 8 Beine. Mehr Füße. Und es hat auch keinen Schwanz. Unser Tier ist so groß. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Ja, so klein ist das Tier, stimmt's? Oh, 1000 Füßler, nee. Nein, kein 1000 Füßler. Das sind zu viele Beine. Das ist auch kein langes Tier. Hat einen kleinen schwarzen runden Bauch. Nein! Das ist doch ein Marienkäfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Beine. Er hat 8 Beine. Und es hat auch keine Flügel. Und es hat auch keine Punkte. Das Tier wohnt in einem Netz. Die fädelt es dann an irgendwelchen Ästen auf. Dann klebt das Essen. Eine Spinne. Sie baut ein Netz. Wie eine Spirale. Und da hinten kommt ihr Faden raus. Fertig. Ein schönes Netz. Spinne. Eine Vogelspinne. Jetzt bekomme ich sie auf die Hand. Sie kitzelt. Super, genau. Guck mal, jetzt krabbelt sie schon wieder runter. Super, genau. Irgendwie ist sie niedlich. Bitte, die vielen Haare. Und irgendwie unheimlich. Die hat ganz viele Knie, seht ihr das auch? Wie sie läuft. Kann ja ganz viele verschiedene Stellen. Jedes Bein muss eine andere Bewegung machen. Wie das wohl ist mit 8 Beinen? Wir probieren es aus. Wir laufen wie eine Spinne. Bein. So geht das also. Gar nicht so schwer.
Und im Netz? Viele Spinnen bauen Netze, zum Beispiel die Radnetzspinne. Wie bewegt sich eine Spinne dort? Da müsst ihr jetzt versuchen, das zur Spinne ins Netz zu machen. Das wollen wir rausfinden. Nee, die machen gar nicht. Fliegen machen die überhaupt nicht. Jetzt pass mal auf. Das müsste. Dazu werfe ich eine Fliege ins Netz. Wer traut sich? Ich. Du, gell? Herr Reckhaus zeigt mir, wie es geht. Nee. Oh ja. Fahren Sie mal. Die Fliege klebt. Die Spinne nicht. Aber warum? Puh. Eklig. Aber warum bleibt die Spinne nicht hängen? Es liegt am Netz. Manche Stellen kleben, manche nicht. Auf unserem Klettergerüst haben wir das mal nachgebastelt. Die Klebestellen haben wir rot gemacht. In denen bleiben die Insekten kleben. Bei uns sind das Schokokäfer. Wenn wir unsere Käfer aus dem Netz holen wollen, dann dürfen wir nicht die roten Stellen berühren. So geschickt wie die Spinne.
Musik.